Das ist unser neues Produkt, der Pink Uhu. Das ist für mich auch die, boah, ist der toll. Das ist für mich auch die Premiere jetzt, so ein bisschen Hefe drüben noch, diesen einzigartigen Sekt zu verkosten. Pink Uhu, das ist eine Sorte, die heißt Isabella, die auch ein Teil des berühmten Uhu, das im Südburgenland ist. Da aber diese Sorte im Nordburgenland gekeltert wurde und hier von uns versektet ist, dürfen wir nicht Uhu da draufschreiben. Wir nennen unseren Sekt Pink Uhu. War der recht toll. Waldbeerenaroma pur. Da hat man diese Waldhimbeere, diese ganz aromatische, wirklich reife Himbeere. Erdbeeren pur, diese kleinen, roten, dunkelroten Walderdbeeren. Und ganz wenig, ein bisschen die Trockenfrüchte. Also der Duft alleine bei diesem Sekt ist schon eine Sensation. Die Farbe ist natürlich noch ein bisschen trüb. Er wird so scharlachrot werden. Die Perlen sind sehr fein. Also die versprechen schon einen großen Sekt. Und ist trotzdem vom Geschmack her witzig, unheimlich aromatisch. Also diese, ein bisschen diese Brombeeren, die Heidelbeeren im Hintergrund, die mitkommen. Natürlich jetzt staubtrocken, er wird mit ein bisschen Zucker dosiert werden. Das gibt ihm dann das Runde mit. Jetzt ist er Non-Dosage Brut und verspricht schon ein großes, ich sage mal, lustiges Geschmackserlebnis. Prost. Prost. Oder Ege Schegedre, wie der Großvater gesagt hätte.